Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu FS1 Goes Local Heroes hier im Rockers. Wir sind heute bei einer Local Heroes-Ausgabe, wo es etwas härter zur Sache geht. Und einen der Vertreter dieser härteren Gangart habe ich jetzt schon hier sitzen. The Warning, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, servus. Haare, sehr schön. Ja. Das ist schön. Großartig. Aber um jetzt nicht gleich mit den Haaren anzufangen. Ah ja, jetzt braucht immer passt ja gut dazu. Aber bevor wir jetzt über die Haare reden, vielleicht mal eine kurze Vorstellung. Wer ist The Warning? Ui. Ja, ja, The Warning ist eine coole Garagenband aus Zellfelden. Ohne Garage? Ja, genau. Ohne Garage, ja. Ohne Garage. Wir haben jetzt eine sehr zusammengewürfelte Runde, da die sagen. Wir zwei sind die Jüngsten in der Reihe. Und die Problemzwerge bei uns. Problemzwerge. Ja gut, aber ich glaube, dass das gut funktioniert, wenn es genauso bunt zusammenkommt. Ja, voll. Musikalisch harmonizing. Ja, ja. Aber Garagenband jetzt nicht, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt Musik, also so wie Garagenmusik, sondern was macht ihr für Musik? Wie kann man das in etwa einordnen? Ja. Also ich mag ja das Kategorisieren in die Schubladen eigentlich generell nicht. Ich auch nicht, aber diese Frage dann immer selbst. Ja, es ist oft ein bisschen schwierig, wenn du auf die Plakate dann liest, welche Musikrichtungen angeblich die Bands alle spielen und ich sage, oh fuck, keine Ahnung, was könnte das jetzt sein? Also ich habe das eher immer ein bisschen einfach gehalten, also ich verwende gern den Church Metal. Ja, wir machen das irgendwie, keine Ahnung, Heavy Rock / Metal oder so irgendwie. Also es ist irgendwie einflussmäßig, ist irgendwie alles dabei. So ein straighte Rock-Nummern, es gibt Metal-Nummern, wir sind recht froh. Um die weibliche Stimme, die das aber ein bisschen auflockert, was sonst hast du halt so dieses übliche Gegröle, wo wir uns eigentlich ein bisschen abgrenzen wollen. Also es sollte ein bisschen der Clean-Gesang doch im Vordergrund stehen. Ja. Und dann eigentlich also jetzt nicht quasi, okay, wir fahren jetzt die Schiene, sondern da kann da mal was rein und da kann man da eben, mal was reinnehmen. Dadurch, dass wir so unterschiedliche Altersgruppen in der Band haben, kommen einfach unterschiedlichste Einflüsse daher, von Oldschool 70er-Rock bis hin zu modernem Metal. Da ist irgendwie alles dabei, weißt du, und dann schmeißt du alles in den Kochtopf und im Idealfall kommt was Cooles raus oder sowas. Ja. Sehr cool. Ihr seid ja aus Saalfelden. Jetzt muss man fragen, wie sind die Metal-Szene so in Saalfelden? Eigentlich ganz schlecht. Oder, generell Salzburg. Ja. Ich frage das immer ganz gerne, so die Einschätzung von der Musikszene, wo man drin ist. Spaß, muss ich sagen. Ich glaube, das ist quer durch Salzburg eigentlich verteilt. Also man kriegt hier und da mal was mit, dass irgendwo was geboten wird, aber es kommt halt eher selten vor. So wie zum Beispiel, ja, Rockhouse. Ja, Nexus. Bis vor ein paar Jahren haben wir noch coole Metal-Kneipen gehabt und die gibt es halt jetzt leider nicht mehr. Jetzt haben wir kein Wohnzimmer mehr, jetzt muss man sich halt wieder anderweitig irgendwie zusammenschließen. Das ist ein bisschen schwieriger geworden, aber Metal hält sich am Land eigentlich immer ganz gut, weißt du? Aber ich wollte gerade sagen, aber es gibt dann die Leute, die was das weitertragen und nicht sagen, okay, jetzt hey auf, weil es hat eh keinen Sinn so in die Richtung. Sondern es passiert ja nach wie vor was und deshalb finde ich super, dass auch immer weiter kämpfen, es gibt keine Aufhören. Das ist ja gut. Du bist ja seit heuer dabei, glaube ich. Ja, seit einem Jahr eigentlich. Also die Proben sind ungefähr seit einem Jahr, aber seit im Februar war mein erster offizieller Auftritt. Okay, von welcher Richtung kommst du, auch aus dem Metal, oder? Ja, also so vorher gesungen in einer Band habe ich nicht wirklich. Eher so Schulband und so, aber eher halt so moderne Sachen, was man halt covern kann und was die Leute halt so gern hören, aber selber was Eigenes machen ist dann schon irgendwie super. Also, ich bin irgendwie in die Richtung geschubst worden, aber ich finde es jetzt eigentlich nicht schlecht, weil ich höre so persönlich auch gerne. Ich hätte es mir nie gedacht, dass ich vielleicht selber irgendwann singen werde, aber. Ja, aber das Gute ist, dieses ins kalte Wasser schmeißen funktioniert meistens sehr gut. Ja, gleich beim Thema zu bleiben, wie läuft es mit der Musik? Wann ist was Neues geplant? Wann gibt es neue Musik oder seid ihr gerade am Werken? Sind schon neue Lieder am Werken und es. Wir werden heute schon ein paar neue Sachen spielen. So. Feuerprobe. Sehr gut. Das heißt, es gibt heute dann schon ein paar exklusive Previews zu sagen. Ja, eigentlich schon. Ja. Sehr schön. Ja, dann gleich im Anschluss die philosophische Frage. Was ist denn der Anspruch an die Musik von The Warning? Was soll die Musik für euch sein oder auch fürs Publikum? Puh. Uns macht Spaß, was wir machen. Und ich finde, das bringen wir vielleicht auch irgendwie um. Hoffe ich halt einmal. Man muss das, glaube ich, auch nicht so eng sehen. Also, es ist. Keine Ahnung, es gibt ja da keine Preise zu gewinnen, oder? Du hast eine musikalische Vorstellung, du wirst die irgendwie ausdrucken, Themen bearbeiten, die irgendwie arbeiten in dir und du schreibst da Riffs drüber und vermutlich
Ja, wir arbeiten das halt so um, wie das halt irgendwie so daherpurzelt mit den verschiedensten Einflüsse und Eindrücke, die wir halt so haben. Und dann ja, ergeben sich halt hoffentlich coole Songs draus und ja, ich weiß nicht, ob man sich da so grobe Ziele stecken muss, weißt du, keine Ahnung. Also ich kann damit leben, wenn ich nie in Las Vegas ein Konzert gegeben habe oder so. Ja. Also, wirklich? Also ja. Das fand ich schon, also da muss ich persönlich, also... Nein, es reicht Salzburg auch. Aber es ist, gut, dass, Vegas, es ist ja das Gute, dass man das ja als Prozess sehen kann und nicht sagt, okay, man hat jetzt das Ziel, auf das man hinarbeitet, sondern man kann es eigentlich so genießen, wie es gerade ist. Man tut halt einfach. Ja, genau. Ja. Du, es sind so viele Leute und sind dann enttäuscht, weil sie sich zu hohe Ziele setzen. Ich muss in 2 Jahren 6 Alben produzieren und dann Grammy abstammen und Dings. Und dann sind sie enttäuscht, wenn das nicht funktioniert und die weiß nicht, den Stress gebe ich mir einfach nicht. Ich will Musik produzieren und weiß nicht, coole Sachen machen. Einfach, ja. Ja, wie kann man denn, ich setze es dann gleich auf der Bühne zu sehen, wie kann man sich The Warning live vorstellen? Wie wird das? Ja, es ist, wie soll ich sagen, die Riffs sind wirklich von Classic Rock bis Metal, ist eigentlich gut durchgestaffelt und es sind sehr viele melodiöse Parts drinnen. Also grenzen uns, glaube ich, so ein bisschen von dem 64. Double Bass Gewitter einfach ein bisschen ab. Das ist schon irgendwie tendenziell vielleicht ein bisschen rockiger ausgelegt, ein paar Parts sind hart. Vor allem stimmliche Abhebung von den anderen Bands, so geht's. Ja, das war einfach. Stimmt, mit einer einzigen Frau eigentlich, ja, gell? Ja. Also das wollten wir von Anfang an. Wir wollten eigentlich immer eine weibliche Stimme vorne haben, dass das alles vorne ein bisschen sauberer, ein bisschen aufkramber ist und nicht so, weiß nicht, so ins Mikro. Grölen kann irgendwie gleich mal jemand, oder glauben halt viele, dass sie es kennen. Technisch gesehen ist das ja eigentlich sehr anspruchsvoll, aber ich beneide jeden, der das irgendwie 1,5 Stunden technisch sauber kann. Aber viele meinen halt einfach, der Mund auf und rein schreien reicht, aber das tut es eigentlich nicht. Und ich bin sehr froh, dass wir einen clean Gesang haben und dass das gut funktioniert. Ja, dann wünsche ich euch ein großartiges Konzert. Dankeschön. Und auch euch wünsche ich das jetzt mit The Warning. Viel Spaß. Danke.
schon, die sollen wir schon in die 70er Jahre schreiben.